Was geht ab, meine Friends? Wir sind heute bei PA LEP Tour dabei. Ich habe euch versprochen, ich mache einen Vlog und da ist es. Wir sind jetzt mit dem Bresedach. Wir gehen jetzt. Das wird heute mein Kameramann übrigens, ne? Das ist mein Kameramann. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt erstmal fett essen in Geislingen und danach sehen wir uns auf dem Konzert. Peace. Was geht ab, was geht ab? Wir sind jetzt da. Hier ist der Reisebus. Schauen wir mal, was alles so abgeht. Wir sehen uns gleich. Ja, was geht ab, Jungs? Wir sind hier mit Ernesto Carlos. Ernesto Carlos ist in Realität, Bruder. Er ist wild. Wir übertragen unsere RP-Charakter in der Realität. Hermano, verdammt, diese Russen, wir werden diese Russen noch töten, diese Scheiße. Diese Los Santos, was ist hier los, amigo? Wo ist dieser verdammte Nico? Wie ist der so? Nico? Welcher Nico? Sascha. Ja, ihr hattet mit Russen Stress. Ja, Sascha. Der war ich persönlich. Sascha, ja, Kelb, wenn du das siehst, wir ficken dich. Besser, Mann. Wir sehen uns im Konzert, ihr wisst Bescheid. Ich mich hinsetze, das wäre sehr schön. Das war auch sympathisch. Wir sind hier mit Ernesto Carlos. Ich, was geht ab, Leute? Wie geht's euch? Alles gut. Und gleich geht's los. Ist der Breite. Bruder. So, okay. Heute sehen wir uns das erste Mal. Auf jeden Fall. Bist du nervös? Total. Echt? Ich bin richtig am Zittern. Obwohl du so oft schon konntest, die Tour. Ja. Echt? Ja. Da bleibt mir die Spucke weg. Der erste ist schon mal da. Das Ticket gewonnen hat. Wie ist Backstage zu das? Nicht schlecht auf jeden Fall, aber ich habe es mir anders vorgestellt. Was hast du dir anders vorgestellt? Ich glaube, wir wären mehr eskaliert. Oder bei uns wären Flaschen geflogen. Mindestens. Allein schon die Jungs. Alter, mein Trainer. Alter, Bruder. Lass nach Thailand gehen. Ich sag dir ehrlich, da geht's vorne. Auf jeden Fall, hier ist vorne, jetzt seht ihr das. Kann sein, dass es ein bisschen dunkel wird, aber gibt. Oh, man sieht, glaube ich, gar nichts, oder? Nicht wirklich, nein. Aber schon gut voll. Genau. Da sieht man auch alles zum Beispiel. Wird auf jeden Fall heute richtig krass, Jungs. Jetzt gehen wir zum neuen Eingang. Da warten die zwei Gewinner. Wir werden auf jeden Fall gucken. Ich freue mich schon drauf. Zwei Leute haben gewonnen. Nur weil ihr Abo seid. Ey, du mutiert wieder zum Türsteher hier. Ja, Bruder, da kommen die alten Zeiten. Ja, Zeit, die alten Gewohnheiten wieder. Die Türe schön aufhalten und alles. Da haben wir schon die ersten zwei. Was geht, Jungs? Servus, Dankeschön bei euch. Servus, Bruder. Kannst du was sagen? Bruder, da haben wir den ersten Gewinner. Endlich bin ich da. Alan Chino, the real, ihr wisst Bescheid. Der Ahu. Bruder, freust du dich? Auf jeden Fall. Ich küsse, er ist wegen mir gekommen, nicht wegen ihm. Besser, noch besser. Okay. Ich bin immer irgendwie was von mir. Ja, du hast schon mal gewonnen, ne? Was hast du gewonnen? CD erstmal und jetzt die Tickets. Ah, stimmt, du hast noch. Bruder, ich glaube, du cheatest irgendwie, du hast vom Programm gehofft, ne? Ich war in Stuttgart auf Ibrahim Tatzis Konzert. Auf der Autobahn habe ich dann Dings eingegeben, so LIP. Dings. Auf einmal sagst du meinen Namen. So meine Schwester sagt, was ist das? Ich habe Ausfahrt dann verpasst. Geil, Bruder. Ausfahrt verpasst. Also, ich habe meinen kleinen Bruder mitgenommen, mein Auto hat Begleitung. Sehr gut. Okay, Jungs. Dann, ihr wisst Bescheid, der Bruder hat gewonnen und wir geben ihm jetzt sein Ticket. Peace. Der Bre bereitet sich richtig vor. Ey, Bruder, wird das ein Boxkampf? Wird das doch? Das hier, das hier ist der Kampf vor dem Kampf. Der weiß Bescheid, der Bruder, der ist am Start. Wir haben gleich ganz viel Spaß. Das wird geil. Grandios. Ihr wisst Bescheid, jeder verpasst was, ne? Die verpassen heute was, sei ehrlich. Ich hab keine Ahnung, Mann. Die verpassen was, ne? Ihr seid zu bequem geworden. Ja. Ihr kommt nicht mehr raus. Hier ist das Leben. Hier sind die Menschen. Nicht da. Okay, aber du machst jetzt meine Ding, Bruder, weil ich bin ich auch hab extra gemacht, Bruder. Kommt alle vorbei, digital geht auf. Digital ist besser, Jungs, bleibt zu Hause. Ich will mir an die Wäsche gehen, ey. Oh. Ey, hilf mir, gib mir mal einen Spruch. Ich distanziere mich. Ey, DJ.
Was geht ab? Hallo Bruder. Wie geht's dir? Bei dir? Besser, Mann. Okay, wollen Sie sagen, ein bisschen Interview, was wollen Sie sagen? Ist gut heute, wird ready. Gut? Stuttgart wird krass. Geil. Ausverkauft. Wir sind ready. Was besser, Schweiz oder Deutschland? Wo war jetzt mehr los? Bei gewissen Sachen Deutschland, bei gewissen Sachen Schweiz. Aber du bist ja aus Schweiz. Ich bin Essen, Deutschland. Essen ist beste Deutschland. Essen? Nein, Essen. Essen, ach so, Essen. In, ja, Bruder, bei euch kostet ein Ding Döner wie Ding, wenn ich Abacus gehe. Kredit aufnehmen. Ja, kann ich auch gleich Abacus gehen, das ist auch gleich, kein Problem. Viel Glück. Danke, Checker, diesmal entkommst du mir nicht. Diesmal, Bruder, du versprichst mir seit... Du musst gleich auf die Bühne. Ja, was? Ich weiß, aber du versprichst mir seit einem Jahr, hast du mir versprochen, dass du mir einen Beat machst. Wallah, ey, Bruder. Nein, nein. Ich mach nicht mehr. Ich hol von woanders. Viel Glück, Bruder. Viel Glück. Maschine, Junge. Bester Produzent. Ich geh jetzt auf die Bühne, ne? Okay. Machst du den Start? Ja, ich hab extra ein RP geübt. Gehst du... Jetzt geht's in Realität. Aber nicht, dass du den jetzt in eine Ansage machst, wenn du schon in deinem RP-Film bist. Geil. Das ist meine Waffe. Ich hab auch sowas. Deine Waffe ist dein Verstand. Viel Glück, Bruder. Danke. Bis gleich. Okay, als nächstes kommt Ruhr. Was geht ab? Alles klar? Bist du nervös? Noch nicht, aber so 5 Minuten vorher dann. Okay, du kommst als nächstes? Nein, nein, dann Forti und Jamal kommen erst. Achso, dann muss ich zu Forti, sorry. Nein, Spaß. Hey, viel Glück. Bruderherz, ich wünsche dir viel Glück. Du wirst das Ding reißen, wie immer. Der Allerechte, gib ihm. Was sagst du zu Stuttgart? Bruder, ich war noch nicht auf der Bühne, aber mal schauen. Ich will... Geil, ne? Bruder, sag dir ehrlich, Stuttgart lebt, Bruder. Du wirst alles fixen, Bruder. Du wirst alles fixen. Ich bin gerade ein bisschen aufgeladen, Energie to the fullest, weil Stuttgart hat alles abgerissen. Der Bruder war heute hier zu Gast. Ich habe ihn die ganze Zeit aus dem Augenwinkel gesagt, hat dir die Show gefallen? War, Bruder, alles geht, war geil. Ich habe die Tickets verlost, jeder, der nicht da war, war selber schuld. Sehr ehrlich, wie Stuttgart? Bruder, Stuttgart... War beste bis jetzt, ne? Ich will nicht anderen diskreditieren, aber Stuttgart war wirklich Ausnahmezustand. Zu krass. Aber die große Frage ist, wann ist Paco Ramirez comeback? Paco Ramirez kommt zurück und wird Los Santos auseinandernehmen. Okay, hast das verstanden? War egal welche Gang, ich werde euch alle f***en. Euch alle werde ich f***en. Ich werde kommen, Masken auf euch machen. Ich werde Regeln brechen. Ich werde alles f***en. Ich habe gesehen, jetzt geht auch mit Mutterbeleidigung. Ja, jetzt geht auch. Habibi, wir kommen. Wir kommen. Farid, okay. Ben, Paco Ramirez. Er hat kurz mal Interview übernommen, aber alles gut. Ich küsse eure Augen. Ich bin Interviewer eigentlich. Checkt Edis sein Twitter. Twitch, checkt sein Videos auf YouTube. Ja, alles. Checkt ihn überall, wo er ist. Ein, alles aus der ein Mann wie ein Baum. Er steht hier. Ihr wisst Bescheid, mein bester Mann. Danke dir, Bruder. Und viel Erfolg. Jungs, ihr wisst Bescheid. LIP. Ich glaub das nicht, Bruder. Kurz bevor ich auf Bühne gehe, mache ich Kicks an die Wand. Um mich warm zu machen, auf einmal. Der Break Janusz, aka Ernesto Carlos. Also, wir hatten vorhin mit Paco Ramirez auch ein Interview. Der Bruder kommt zurück. Und Ernesto Carlos kommt auch zurück. Ernesto Carlos, amigo, mein Kartell steht bereit. Die Frage ist jetzt, bei wie vielen Likes wirst du kommen? Bei wie vielen Likes? Wann wirst du kommen, Bruder? Was sagst du? Ein Like genügt, ich komme. Okay, das ist ein Wort. Ein Like genügt. Like nicht lang. Ich brauche keine Likes. Mach nicht Likes. Likes brauchen wir nicht, ich komme so. Mach nicht Like, Ernesto Carlos. Dislike, ich komme. Komm zurück. Ha, hör, Dislikes, ich komme.
Jungs, bester Mann. Jungs, das ist der beste Mann. Ein Herz aus Gold. Ein Herz aus Gold und mit Diamanten besetzt. Ich kann so wie die ein oder andere Kette von PA. Irrelevant hier in dieser Szene. In dieser Szene kennt mich keiner, ne? Wallah, Bruder, ich nur den Rapper. Ich glaube, ich bin auch Rapper. Was sagst du zu dir? Wird dir stehen, Bruder. Wird dir stehen. Besser wie der ein oder andere Rapper bist du schon. Ja, ne? Auf jeden Fall. Bruder, ich sag dir ehrlich, wir machen das. Soll ich mal auf Bühne, so würdest du das... Warte, schau mal, ich film mich mal. Edis wird Rapper und ich werde Rapper. Ich gehe in die Raps hin. Auf jeden Fall, die LEP-Tour ist zu Ende. Danke, dass ihr da wart. Es war ein Hammer-Ding. Hat echt Spaß gemacht. Wir haben noch mit den Künstlern ein bisschen gechillt. War richtig geil, hat echt Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Peace.